Shauna und Ludacris auf der 2 mit Stand Up. Und gleich gibt's Platz 1 nach dem Schnelldurchlauf der Plätze 10 bis 2. Nach seiner Blitztour im Oktober geht's für R. Kelly steil nach oben. Step in the Name of Love von der 12 auf die 10. Baby Bash bezeichnet sich selbst nicht als Rapper, sondern als Bitter. Von der 11 auf die 9 steigt der Latino-Spucker aus Houston mit Sugar Sugar. Einen Platz runter auf die 8 geht's für die zweite Single aus dem 5. Studioalbum von Outkast, The Way You Move, featuring Sleepy Brown. Von der 6 auf die 7 gefallen Lil Jon and The East Side Boys mit Get Low. Der Remix mit Busta Rhymes und Elephant Man ist auch schon im Kasten. Three Doors Down werden auf ihrer nächsten DVD unter anderem eine Live-Version von Here Without You bringen. Die Single fällt von der 5 auf die 6. Outkast sind diese Woche gleich zweimal in den US Top 10. Mit Hey Ya legen Andre und Big Boy 8 Plätze zu und landen auf der 5. Die Young Bloods aus dem Dirty South halten sich mit Lil Jon weiter auf Position 4. Damn. Ebenfalls nichts Neues auf der 3. Chingy, Ludacris und Snoop Dogg belegen weiterhin eine Luxus-Suite im Holiday Inn. Ludacris und Shauna, die First Lady von Luda's Disturbing Dach Peace Label, bleiben wie gehabt auf der 2 mit Stand Up. Und jetzt noch knackige 30 Sekunden, dann gibt's Platz 1 in den US Top 40. Red Bull verleiht Flügel. Und auf der 1 ist, ihr werdet's nicht glauben, Halle Berry. Und zwar auf der Liste der beliebtesten Werbeträger in den Staaten. Da musste sich Beyoncé Knowles doch tatsächlich mal mit Platz 2 zufrieden geben. Besser sieht's da bei uns aus in den US Top 40. Da ist sie selbst nach 8 Wochen noch auf der 1. Ist ja auch keine Halle in Sicht, ne? Wie es da nächste Woche aussieht, das checken wir dann. Freitag 19 Uhr. Jetzt heißt es erstmal fleißig weiterrocken. Zu Platz 1 in den US Top 40. Hier ist Beyoncé Knowles mit Sean Paul und Baby Boy.